nun wirklich allerhand los hier an dem Hafen. Und das Wetter ist auch noch ganz passabel. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da alles tun werde heute. Na, das sieht doch recht schön aus, das Schiffchen. So, jetzt sind wir auf dem Schiff, haben alles gehört, was es zu wissen gibt, haben die Kabine gefunden und werfen jetzt erst einmal einen Blick rundherum durch diese kleine, aber scheinbar recht feine Kabine. Das sieht ja wirklich recht passabel aus, muss ich sagen. Und, was das Tollste ist, sogar ein Fenster zum Öffnen. So, und jetzt habe ich den ersten Blick auf die Halong Bay, wo dann später irgendwann diese wunderschönen Berge auftauchen werden. Das Bad ist wirklich groß, die Dusche ist riesengroß. Das hätte ich nicht gedacht. Ist leider etwas schwer zu erkennen hier im Film. Jede Menge Schnickschnack, den man braucht oder nicht braucht. Da sitzt man noch nicht mal richtig an Bord und schon geht's los. Mit Weihnachtsbaum. Ei, ei. Jetzt musste ich leider mein Mittagessen abbrechen. Aber einem solchen Anblick kann man ja nicht am Tisch sitzen bleiben. Das ist ja wohl absolut unmöglich. Es ist unfassbar. Alle sind am Futtern. Und ich habe das ganze Schiff für mich alleine. Ich fasse es immer noch nicht. Ich habe das ganze Oberdeck für mich alleine.
Jetzt beginnt das Anlegemanöver, damit wir rechtzeitig einen Platz am Eingang der Höhle bekommen. Now we go swimming into the cave. Yeah, so that's... Der Aufstieg zum Höhleneingang hat 90 Stufen, wilde Treppenstufen, ganz schön. Aber jetzt sind wir da. Ja, und jetzt geht's in der Höhle rauf und runter. Mal schauen, wie weit das Licht reicht. Und da scheint es dann wieder rauszugehen. Das war ein kurzes Vergnügen mit der Höhle. Wer draußen lässt sich besser. Jetzt haben wir eine kleine Pause nach diesem großartigen Höhlenanstieg. Anstieg. Dann geht es wieder weiter mit unserer Paloma. Es nimmt einfach kein Ende mit diesen traumhaft schönen Anblicken. Kaum sind wir wieder an Bord, schon geht es weiter an einer und der nächsten und der übernächsten und vielen, vielen anderen Inseln. Da ist wohl ein Stein runtergefallen. Oh,
In einer Stunde ist Sonnenuntergang. Mal schauen, ob wir da etwas mitbekommen. Und da ist sogar mal ein Seezeichen. Was das zu bedeuten hat. Jetzt kommt gleich der sportliche Teil des Nachmittags. Ob hier irgendwo Menschen leben, hier in der Gegend? Und in ein, maximal zwei Stunden gibt es schon wieder was zum Essen. Oh Gott, wer soll das nur schaffen? Da sind ja wirklich ein paar ganz Mutige, die zum Kajakfahren gehen. Unglaublich. Ja, zumindest scheint es den Leuten Spaß zu machen. Am Mittwochmorgen. Die Paloma fährt schon wieder und die Sonne ist schon aufgegangen und gibt einen traumhaften Blick. Jetzt wird erst einmal geankert und dann werden wir nach dem Frühstück hier hinten das schwimmende Dorf besichtigen. Bei so einem Frühstücksbuffet muss man ja zuschlagen. Da führt kein Weg vorbei.
jetzt starten wir in wenigen Minuten zum Besuch des Fischerdorfes. Jetzt geht's etwas gemütlicher weiter zu den schwimmenden Dörfern. Yeah. They're the ones that travel all the time by themselves, all the time. Yeah. And I was like, my parents were rocket. That's With the yoga people? Yeah. But I know rocket's like a harder version of Ashtanga. It's freaking intense. It's so I was intense. Like a special needs person. Everybody was so good. Yeah, it's huge. Where's that one? It's the South Island. It's off Coast. I have another business, but it's basically like a little studio. Oh, nice. So, and then I actually had so many classes that I was like, so it's still small comparatively, you know, to how many people in a room in your studio? And you can fit comfortably 15, but you know how they Too close. Yeah, then you can put 20. Pamper. Pamper. And that I get called Paminder a lot. Do you? Yeah, people like Paminder a lot. I may get it wrong. You were struggling with that one bone. Okay. Back to Koh Phangan, and then I will go to Bali for like a month. Oh. The art, my tour guide, our tour guide for Sapa. Did you guys go to Sapa? No. No. Oh, it's so worth it. It was incredible. Really? Yeah, I'll show you the pictures when we get back to the boat. It was like so good. That was my favorite food so far. Yeah, the family cooked cream on it. It makes your face like kind of white, you know? Yeah. And so maybe that, I don't know, that maybe that sparked it. Jetzt sind wir hier auf der Fischfarm und uns ein klein wenig zeigen, wie hier die Fische gezüchtet werden. Oh, inserts in the already oyster. See, he pulled the tissue first and then we will stick a little bit to the new plate inside in the already oyster. The tissue continue living and start secreting the chitin carbonate cover is a very deep stone. But you know the nature one, they are rare and not beautiful. And we use the routing like that to get the more beautiful shape curl. After finish implanting, we will bring this oyster back soon to sea and roll up again. But you know, we don't know exactly what happened inside. Es ist aber sehr ruhig hier in diesen ganzen Fischzuchtkäfigen.
Langsam nähern wir uns wieder der Küste und diese traumhaft schöne Reise durch die Halong Bay geht leider zu Ende. Ich könnte sofort wieder aufs Neue starten, so gut hat mir das gefallen. So sehr hat mich diese Natur, diese Landschaft, dies alles beeindruckt und fasziniert. Das ist richtig gemein. Jetzt, wo wir gleich wieder in Halong angekommen sind, kommt die Sonne raus, wirft ihre Strahlen und gibt dem Meer eine wunderschöne, fast grüne Farbe. Das ist gemein. Da scheint sogar einmal ein ganz kleiner Strand zwischen den Inseln zu sein. Das wäre das Richtige für eine schöne Mittagspause. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Meine 12 Mitreisenden stehen unten im Saal und lernen Frühlingsrollen zu kochen. Gibt es nicht was Schöneres, als diesen Blick hier oben zu genießen, wo sich dafür eine ganze Stunde da unten drin stehen? Ich verstehe. Aber es hat den Vorteil, mir bleibt das schöne Schiff Paloma für mich alleine. Wieder eins der ganz wenigen Seezeichen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie bedeuten und wo sie hinführen. Tja, jetzt ist es eindeutig zu Ende. Vor uns liegt die Hafeneinfahrt. Da müssen wir jetzt noch rein. In der Zeit gibt es noch einen Brunch oder verfrühtes Mittagessen und dann geht's mit dem Bus zurück nach Hanoi. Noch liegen wir draußen vor Anker, aber schon kommt die Putzkolonne und reinigt erstmal das Schiff sozusagen von innen. Das ist eine sehr interessante Variante. Hier zum Schluss wird das Schiff von dem Tenderboot geschoben. I'm sorry.